In diesem Video geht es um eine einfache, aber super gute Frage, die dir hilft, deinen Tag erfolgreich auszurichten, wenn du sie dir morgens stellst. Ich gebe ehrlich zu, ich bin nicht so der Freund von der mega ausgefeilten Morgenroutine. Es gibt ja Menschen, die haben ihren Morgen schon so richtig komplett durchgetaktet. Aufstehen, stretchen, 2 Gläser Wasser trinken, dann irgendwie Journaling, dann vielleicht noch Yoga, Meditation, keine Ahnung. Das mache ich nicht. Bei mir passiert der Morgen, das Aufstehen, so wie es irgendwie passiert. Aber es gibt eine Frage, die habe ich mittlerweile in meinen Morgen eingebaut. Eine ganz einfache, simple Frage. Und die ist unglaublich genial und von der möchte ich dir heute berichten. Und die ist auch was für dich, wenn du eben nicht so der Morgenroutinentyp bist, der da schon so eine 10-Punkte-Ablaufliste hat und die schon seit 20 Jahren jeden Morgen konsequent durchzieht. Du musst, um diese Frage zu stellen, idealerweise vor dem Spiegel stehen. Und vermutlich wirst du das irgendwann morgens mal tun, spätestens dann, wenn du dich wäschst oder dir die Zähne putzt. Ja, dann wird es diesen Moment geben, wo du in den Spiegel schaust. Und naja, jetzt frag dich mal, wie machst du das eigentlich so normalerweise? Also ich kann so für mich sagen, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig erhellender Moment. Da bin ich jetzt nicht so unglaublich wertschätzend mit mir, sondern da gucke ich dann und dann sehe ich, oh, da ist wieder irgendwie eine Falte tiefer geworden und hier ist irgendwie ein Pickel. Und dann gucke ich natürlich auch so, sind neue Haare, graue Haare dazugekommen oder fallen die Haare womöglich aus? Also die meisten von uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir stehen so vorm Spiegel. Naja, und wir kritteln ganz schön an uns herum. So, wir gucken uns ganz kritisch an und ach, guck mal hier, Altersring auch schon wieder mehr zu sehen. Und naja, im Grunde genommen sind wir einfach nur kritisch, kritisch, kritisch. Wertschätzung findet morgens vor dem Spiegel, ich glaube, bei den aller wenigsten Menschen statt. Und naja, das lässt dich natürlich nicht so wahnsinnig positiv in den Tag starten, wenn du erstmal morgens nur darauf guckst, was alles irgendwie bäh ist in deinem Gesicht, in deinem Oberkörper. Genau da setzt diese Frage an. Du schaust in den Spiegel und du setzt dich mal so in die Metaperspektive. Also du guckst dir diesen Mensch im Spiegel an und du tust mal so, als wäre das ein anderer Mensch, als wärst das nicht du selber, sondern du gehst in die Metaperspektive zu deinem Spiegelbild und du fragst dich einfach ganz ehrlich, was braucht denn dieser Mensch da im Spiegel? Was braucht der heute, um einen guten Tag zu verleben? Was braucht er oder sie? Was ist wirklich wichtig, damit dieser Tag in irgendeiner Form gut wird, gelungen wird? Und diese Frage stellst du dir und naja, ich nehme die meistens dann direkt mit unter die Dusche oder in meine 2-minütige Zähneputzzeit und kau auf dieser Frage herum. Was braucht er oder sie, mein Spiegelbild, um einen guten Tag zu haben? Was braucht er jetzt? Was braucht er heute? Und das ist eine super Frage, um die morgens gedanklich mit in den Tag zu nehmen. Wenn du dich fragst, was dieser Mensch, dein Spiegelbild gegenüber, was er oder sie braucht, dann müssen das keine riesen Antworten sein. Das muss nicht sein, ja, dieser Mensch braucht jetzt 5 Millionen Euro, um einen guten Tag zu verbringen. Das ist Quatsch, das brauchen wir meistens nicht. Es sind meistens ganz kleine Dinge. Bei mir kommen da manchmal Antworten raus wie, naja, sie braucht heute, dass diese und diese unangenehme Aufgabe erledigt wird. Oder sie braucht heute zum Frühstück einen richtig guten Cappuccino und 5 Minuten Ruhe, um mal über das oder das Thema nachzudenken. Manchmal kommt auch eine Antwort raus wie, ach, sie braucht heute unbedingt mal ein langes und ausgiebiges Telefonat mit einer guten Freundin. Oder sie braucht einen Spaziergang, sie braucht Bewegung. Manchmal ist die Antwort auch, nee, sie braucht heute Entspannung, sie braucht heute Abend einen richtig schönen Film, so eine richtige Schnulze, in die man sich so richtig reinfallen lassen kann, um den Alltag hinter sich zu lassen. Es sind meistens kleine Dinge, aber die gedanklich morgens schon mitzunehmen in den Tag, sorgt natürlich in ganz vielen Fällen dafür, dass diese Dinge dann eben auch passieren. Weil ich mir morgens die Gedanken gemacht habe, was ich brauche, um einen guten Tag zu haben, habe ich auch eine gute Chance, das dann umzusetzen. Und deswegen ist diese einfache Frage innerhalb deiner Morgenroutine, wenn du eben vor dem Spiegel stehst und mal so auf dich in der Metaperspektive draufschaust, deswegen ist diese Frage einfach mega, mega gut und kraftvoll.
Wenn du also morgen zu deiner Zahnbürste greifst, dann denk doch nochmal an dieses Video zurück und schau dich an. Schau dich aus der Metaperspektive an. Nimm einen Schritt Abstand, guck dir dieses Spiegelbild an, als wäre es jemand anders und frag dich, was braucht er oder sie heute, um einen guten, einen gelungenen Tag zu haben? Ich hoffe, dass du morgen mit der Zahnbürste in der Hand an mich denkst.